Ja, als ich hier an der Ampel stand, hat mein Autoradio hier den Stoppschuppen gezeigt als freies WLAN. Und jetzt bin ich fleißig am Rüberschieben des Videos auf meinen Rechner zu Hause, weil YouTube hier gesperrt ist. Die wissen schon, wie man sich Datenmengen vom Hals hält. Aber ich weiß, wie man da umgehen kann. Ja, jetzt werde ich das Video hochladen. Da kann ich das heute Abend ohne viel Handy, Internet zu nutzen, nach YouTube schicken. Da brauche ich dann bloß meinen Rechner von der Ferne bedienen. Und gut ist. Ich habe mir heute mal voll das ungedünnte Zeug geleistet. Allzu viel gibt es ja hier in Hochrad eigentlich gar nicht zu sehen. Da ist das Hockey-Stadion von Poprad. Und hier an der Ecke soll irgendwo ein Cache versteckt sein. Ja, und hinten auf dem öffentlichen Parkplatz heute werde ich übernachten. Weil ich am Morgen früh zeitig aufstehen muss, da ich um 8 Uhr in der Werkstatt bin. So. Könnte vermutlich hier oben, sind aber alle eingeschweißt. Hatte erst überlegt, ob ich mir den Tag in dem Thermalbad verbringe. Aber muss nicht sein. Das ist für mich eher was vom Winter. Im Sommer gibt es genug Seen, wo man fahren kann. Aber gut, so weit kann ich jetzt nicht fahren mit meinem Auto. Wir sind hier im Denkmalschutzgebiet von Siska Sobota in Poprad. Siska Sobota, deutsch Georgenberg, wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entlang der sogenannten Großen Straße
Via Magna, einem wichtigen Verkehrsweg im Reich von Österreich-Ungarn, auf der Personen und Post befördert wurden, gegründet. Die ursprünglich slawische Bevölkerung wurde später mit Deutschen aus dem Gebiet des südlichen Rheinlandes kolonisiert. Die älteste schriftliche Erwähnung von Spiska Sobota stammt aus dem Jahr 1256. Im Jahr 1271 erhielt die Stadt ihre Stadtrechte. Der Stadtname wurde von den Markttagen abgeleitet, die regelmäßig Samstag stattfanden. Sobota hieß der Samstag. Daher auch Subotnik. Spiska Sobota heißt Zipser Samstag. Ja, und die Rheinländer, die hierher kamen, die nannten sich dann die Zipser. Die Einwohner waren hauptsächlich in der Landwirtschaft beschäftigt. Einen wichtigen Platz in der Region nahm die Kleinstadt gerade als Zentrum von Handel, Verlauf und Handwerk ein. Die ältesten hier angesiedelten Stadtzünfte, der Weber, Fleischhauer, Schuster und Schneider, bekamen im Jahr 1551 vom polnischen König Sigismund August ihre Artikel. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in dem Laufe des 16. Jahrhunderts, blühte die Stadt wirtschaftlich auf. Zwischen 1412 und 1772 gehörte sie zu den Zipser Pfandstädten Polens. Der städtische Aufschwung zeichnete sich vor allem in der regen Bautätigkeit ab. Die Stadt bekam eine neue Wasserleitung, das Renaissance-Rathaus sowie alleinstehende Glockenhaus aus Stein. Auch die Dominante auf dem Hauptplatz, die Kirche des heiligen Georges, wurde im gotischen Stil umgebaut. Der Hauptplatz in Form einer Linse wurde mit einstöckigen Bürgerreihenhäusern aus Stein bebaut. Dazu kamen noch einige eingeschossige, ebenso aus Stein gebaute Kleinhäuser der Handwerker und Gerber in den Seitenstraßen am Rande des Hauptplatzes hinzu. In der Zeit der anti-habsburgischen Aufstände schlossen die Bewohner von Spiska Sobota ihre Wirtschaftsgebäude zu einer einzigen durchgehenden Linie zusammen und schufen so eine Befestigung. An der Stelle der Eingänge in die Stadt bauten die Stadtbewohner stufenartige Tore aus Stein. Von der damaligen Stadtbefestigung sind bis heute nur vereinzelte Wirtschaftsobjekte erhalten geblieben. Trotz einigen Bränden verzeichnete die Stadt im 17. und 18. Jahrhundert einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich hier industrielle Produktionen an. Es entstanden kleinere Betriebe zur Leinen- und Metallverarbeitung. Ein Privatkraftwerk, ein Brandhaus, ein Sägewerk, die Sparkasse der fünf Städte in der oberen Zips sowie eine Niederlassung der Zipser Bank aus Kesmarock, Deutsch Käsemarkt, und die Katholische Volksbank. 1876 wurde Spiska Sobota zur Stadt mit einem Magistrat sowie zum Sitz eines Wahlkreises. Auch das Bezirksgericht, das Steueramt und andere kleinere Behörden waren hier angesiedelt. Um ihre zentrale Stellung kam die Stadt im Jahr 1871, als durch die Stadt Poprad führende Eisenbahnstrecke Bohumín-Košice eröffnet wurde. Denn dadurch übernahm dann Poprad den führenden wirtschaftlichen und industriellen Takt in der Region. Seit dem 1. Januar 1946 gehört Spiska Sobota als Stadtteil zur Stadt Poprad. 1950 wurde er zum städtischen Kulturdenkmal erklärt. Dies hat der Stadtkern vor allem dem mittelalterlichen urbanen Charakter zu verdanken.
1998 bis 2000 wurden große Sanierungsarbeiten in Spichtgasse-Bodda durchgeführt. Seitdem gehört der Stadtteil zu den schönsten und am meisten besuchten mittelalterlichen Städten slowakeiweit. So, die Aufgabe, das ist ja hier ein Ghost Cache. Da muss ich kein wirkliches Buch suchen, sondern eine Aufgabe füllen. Ihre Aufgabe ist ganz einfach. Finden Sie die Bürgerhäuser Nummer 50 bis 70 aus dem 16. bis 17. Jahrhundert. Die sind ein Beispiel für die regionaltypische Architektur der Zipsregion, die sich durch mehrstöckige Bauten mit robusten Spitzdächern aus Schindeln und mit langen Wasserspeiern auszeichnet. Machen Sie ein Foto von sich selbst oder nur von Ihrer Hand mit dem ausgestreckten mit dem Daumen nach oben, wie auf dem beigefügten Foto, mit Stadthäusern im Hintergrund. So. Ja, ich will natürlich mein Schaf fotografieren hier. Das Ding ist dreisprachig geschrieben. In Deutsch, in Slowakisch, Englisch und Deutsch. So, es gibt ein Bild, ein Hinweisbild von den drei Häusern, aber die werden wir ja wohl finden. Ich stehe direkt mit Rücken dazu, ja, theoretisch. Welche Nummer ist das hier? Könnte ich auch mal auf das Hinweisbild gucken? Ich stehe genau davor. Kaffee und Strudel möchte im Bild zu sehen. Nee, ist nicht zu sehen, oder? Das Weiße ist noch zu sehen, links von dem Blauen. Klimaanlagearbeit auf Hochtouren. Vollklimatisiert die HG-Halle hier. Ja, ist ja klar. Als HG, das muss ja zumindest für unten schön kalt sein. Und da fällt ein bisschen Kälte für die Luft noch mit ab. Aber unten aus dem Spalt, die haben das vorne den Spalt auf, da fällt schön kalt ab. Ich werde wohl dann umfragen. Ganz da hinten steht noch ein bisschen Wasser. Ist zwar auch Camping im Grund, aber ein bisschen ruhiger da hinten als da vorne, wo ich jetzt stehe. Hier ist ganz schön Betrieb auf dem Parkplatz, ständig kommen und gehen. Ja, ich weiß es nicht, ob hier was los ist heute. Im Google sagt, wenn ich dort nach Live-Musik oder sowas suche hier in der Umgebung, schickt er mich auf das Bad. Aber auf der Webseite von dem Bad findet man nichts. Keine Ahnung. Oh, na gut, ich bleibe trotzdem hier. So weit geht das noch, wenn es nicht gerade dann noch sehr voll wird hier. Warten wir mal ab.
Aber schimpft mich ruhig, Horrorberg. Ich habe mich gerade entschieden, morgen doch mit dem Auto zur Zipserburg zu fahren, weil ich glaube, das sind 40 Kilometer ungefähr, das mag ja gerade noch so gehen. Aber wenn du dann zum Schluss hier den Berg nochmal hochfahren musst, zum Campingplatz, das ist nicht wirklich mein Fall. Aber ich werde das jetzt erstmal so handhaben, da ich jetzt erstmal mal schnell irgendwo was einkaufen gehe. Dann fahre ich hoch, das Zelt aufbauen, wenn ich einen Platz kriege. Aber wäre schon nicht schlecht, also ich würde mich gerne auch mal wieder duschen. Nachdem ich ja gestern und vorgestern noch keine Idee hatte, wo ich mich ein bisschen waschen kann. Im Zelt stehen, ich kann mal baden gehen. So, und ich habe mir noch ein Highlight geleistet. Ein Haifleisch. Kann man wahlweise in die Erde stecken oder an der Autoscheibe festmachen.
gebraucht. Zelt steht, Auto steht. Strom habe ich angeschlossen. Ich habe mal Strom genommen hier auf dem Campingplatz, weil ich meinen Akku wieder voll mache. Und die Kühlbox jetzt nicht geht, weil heute war ja auch keine Sonne, dass ich noch ein bisschen Strom gekriegt habe. Auch bloß, was weiß ich, 150 Kilometer gefahren, wenn überhaupt so viel. So, jetzt gehe ich erst mal baden und mal sehen, also so richtig habe ich momentan keine Lust, ich werde jetzt noch die Beine lang machen. Aber andererseits könnte man auch noch mal im Ort runterfahren, da ist ja auch noch ein bisschen was los heute. Und Cash habe ich ja auch noch keinen gesucht. Und bloß bis hier runter, da würde ich dann das Fahrrad nehmen. Ich muss zwar heute Abend nochmal duschen, aber ich glaube, hier brauchst du keine Magen. Da mag das gehen. So, Auto mit angebautem Zelt. Und den Strom hole ich mir direkt an den Ladestützpunkt im Motorraum. Da ja mein Batterieschalter so funktioniert, dass ich die Zusatzbatterie, da ja mein Batterieschalter so funktioniert, dass die Zusatzbatterie mitgeladen wird, wie viel Volt waren es, 13 Volt kriege. Irgendwo in der Drehe 13,5 oder so geht das Ding an und schaltet ab, wenn die Autobatterie wieder unter 12,5 oder so kommt. Ja, ich habe mich nun doch entschlossen, mit dem Fahrrad zur Burg zu fahren und habe heute früh noch mal schnell den Routenplaner angeschmissen. Ich bin da auf einer Route gelandet. Die geht ungefähr da oben irgendwo lang. Nochmal 50 Höhenmeter weiter. Aber den Abzweig muss ich irgendwo übersehen haben unten. Also jetzt bin ich hier auf einem Weg, der ziemlich parallel geht. Als Weg noch eingezeichnet ist. Aber die ganze Zeit muss ich schieben oder irgendwelche Bäume heben, das ist das Rad. Aber naja, bin ja jetzt bald oben, dann geht es ja nur noch gleich. Dann ist irgendwo ein Rechtszweig, wo ich auf den offiziellen Weg komme, den ich da rausgesucht hatte. Aber wenn das schon so anfängt, dann bin ich heute Abend alle. Ich könnte bald sagen, das wird mal eine Mauer, eine Mühle gewesen sein. Ja, habe mich jetzt durch die Büsche nach unten geschlagen, weil der Weg unten immer schlechter wurde. Da war der Weg durch hohe Straße, Brennnesseln und Wald dann doch einfacher, als auf dem Weg zu bleiben. Und so, jetzt haben wir es bis hoch geschafft, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Ja, momentan sieht hier oben der Weg weitaus besser aus als da unten. Allerdings, da unten, der fing dann auch an und wurde langsam immer schlechter, wo ich dann immer wieder gesagt habe, Scheiße, jetzt bist du schon so weit gelaufen, jetzt lohnt sich umdrehen und nicht mehr. So, und hier liegt Risco Kiko begraben.
Wer auch immer das mal war. Hund, Katze, Meerschweinchen. Das ist übrigens der nächste Ort hier. Nennt sich Kuti. Das, wo ich gerade gesagt hatte, im nächsten Ort, die Geschäftsstadt. Und jetzt geht gerade was rüber an Unwetter. Ich sehe den Wanderunterstand. Ich glaube, hier warte ich erstmal ab, was passiert. Es kommt ziemlich kalter Wind jetzt und ein paar Tröppeln habe ich euch noch abgekriegt. Ich denke mal, ich werde hier erst mal abwarten, was passiert. Kuti sieht ziemlich unbewohnt aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir wird es langsam frisch. Blöderweise keine weiteren Klamotten mitgenommen. Eigentlich weiß man ja, dass in den Bergen auch das Wetter mal umschlägt. Aber na gut. Aber ich denke mal, ich werde jetzt den Cache noch suchen. Das geht ja ein Stück berghoch. Und dann fahre ich zurück. Gucke nochmal in Levertscher direkt, was es dort für Caches gab. Vielleicht fahre ich auch einen Weg über Skigebiet oben. Das muss jetzt auch noch eine kleine Runde draus machen. Ist zwar laut Wetterbericht, sollte hier nicht mit Regen passieren, aber irgendwie die Meteorologen haben gelogen. Es sieht verdammt aus, als ob sich das einregnet. Ich war wirklich bloß jetzt den Cache da oben suchen. Und dann fahren wir zurück. Entweder ich fahre nach Levertscher, esse dort was und trinke 10 Bier. Oder ich fahre gleich zum Zeltplatz. Mal sehen, was wir machen. Ja, so viel zum Wetter. Hab mich wieder zurückgerettet. Ich habe mich neben dem Rufel, dass ich mich hier in das Grundstück reingerettet habe. War ja aber nur im Freund. Ich hoffe, der Veranda hat sich ein bisschen wärmer als draußen gesehen. Aber ich bin ja bloß nach 35 Minuten von überhaupt. Bin ich den Meteorologen diesmal vertrauen kann. Und vorhin haben sie auch gesagt, für 60 Minuten kein Regen und das ging los.
Update, Regenfälle und Gewitter für mindestens 60 Minuten. Nun kann ich mich hier behäuslich einrichten. Das hat sich schön eingeregnet. Wäre ich mal doch lieber mit dem Auto gefahren. Scheiße! Okay, ich gebe die Warterei auf. Zeigt mir immer noch eine Stunde an. Immer noch ewig steht hier um die Regen. Und diese weit und breit keine Lücke in den Wolken zu geben. Ich gebe das jetzt hier auf. Ich setze mich jetzt nicht fort. Es sind ja bloß 2 Kilometer bis zum Auto. Und ja, dann gehe ich erstmal schön warm duschen, dann koche ich mal ein Käffchen. Und trinkt dann noch ein kaltes Bier und da war's das. Und dann muss ich mal gucken, wie sich das Wetter weiterentwickelt. Wenn das morgen immer regnet, darf ich mein Zelt eigentlich gar nicht abbauen. Da kann ich eigentlich auch gleich noch 2 Tage auf dem Campingplatz bleiben. Dann werde ich höchstens noch mein Auto abmachen und werde mich mal hier nochmal nach Bockwart zurückfahren und in den Thermalbad gehen. Lasst mal sehen, wie das Wetter sich weiterentwickelt. Es geht wieder. Start, Sonntag 9 Uhr bis Sonntag 20 Uhr. Heute Abend, Montag auch gewittern. Lassen wir den Cash hier Cash sein und von uns. Bringt ja nichts. Ja, komm, jetzt bin ich noch ein paar Trappeln. Jetzt ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber wieso ich den Weg hoch zu euch nicht gefunden habe? Keine Ahnung. Gott sei Dank bin ich bald am Zelt. Auf dem aufgeweichten Waldboden hier kannst du weder fahren noch laufen. Wenn du läufst, rutscht du dauernd weg. Wenn du fährst, macht das Hinterteil immer sonst wohin und irgendwann kommst du in die Spur rein und stehst. Hab's zwar jetzt bis jetzt ohne hinzufliegen hingekriegt, aber da vorne bin ich bald da. Gott sei Dank, ich sehe schon mein Auto. Und jetzt weiß ich auch, warum ich den Weg nie gesehen habe. Weil den hätte ich auch nie hochlaufen wollen. Mit dem Fahrrad. Ja, frisch geduscht und jetzt werden wir wohl doch gleich zum Bierchen und die Grill anschmeißen und übergehen. Käffchen machst du mir jetzt keinen. Zieh ich mir erstmal was Warmes an. Aber ich habe vorhin die Heizung angemacht im Auto. Die wärmt das Zelt schön durch. Also